Samstag, 4. Juli. 93 Stück Rindvieh aufgetrieben, Pferde kommen noch. 6 Blasbichelkalben mit 4 Personen 2 Stunden nach Morsenberg getrieben. Ein Zwilling unzertrennlich. 2 Glocken, kleine Terz, die dunkelbraune Kalbin 2037 steckt unterwegs in einem Klammel fest. Nur Luft unterm Hinterlauf. Steine und Knüttel untergeschoben. Sie kann sich nach Ruhepause und mit tätiger Mithilfe selbst befreien. Nichts verstaucht, etwas abgeschürft. Landl Sepps Eintrag im Lausbodenhügel vom vorigen September wohl nach vergeblicher Schafsuche. Wo sind die Jäger, die unsere Tiere und Almen beschützen? Friesacher Frauenzimmermusi kündigt sich zur Probe am Almbesuchstag Jakob und Anna an. Im Hüttfeld das übliche Kälberchaos der Anfangstage. Frina hat selbstgemachte Butter in Kugelform dagelassen. Lerchenboden im Hütterstübel schwarz. Bodenbretter im Bauernstübel zum Buckel aufgequollen. Montag, 6. Juli. Eine der ersten Tätigkeiten für den Hirten ist das Festhalten der Nämlichkeit der jungen Rinder im Hirtenbüchel, insbesondere die Nummer der gelben Ohrmarke, aber auch welche Tiere trächtig sind. Die Kalbin mit der Nummer 6905 macht Mucken. Sie und die 5187er wehren sich gegen die Verabreichung eines vorsorglichen Entwurmungsmittels. Andere wieder, die kleinen Kälber, sind von Anfang an zutraulicher. Die 6912er senkt den Kopf, um gleich einmal am Hinterkopf gekrault zu werden. In meiner Abendlektüre, einem Geo vom Mai des Jahres, lese ich von einer wissenschaftlichen Untersuchung, wonach Kühe mit einem Namen mehr Milch geben. Und zwar um etwa 3,5%. 3 Jahre lang wurde untersucht. Der Studie nachzuschließen, erfahren Kühe mit Namen mehr Aufmerksamkeit. Schon ein paar zusätzliche Minuten auf der Weide oder im Stall für junge, trächtige Tiere können den stressigen Übergang in die Melkherde erleichtern. Die Top 10 der beliebtesten Viehnamen wurde jedoch nicht erhoben. Donnerstag, 9. Juli. Landl-Ochs mit offenem Knöchelbruch unterm Jagersitz in der Seeleiden. Sepp kommt herauf. Rudi erklärt nicht zu retten, schießt auf Sepps Ersuchen. Eckwille, Peter und Franz tragen Fleisch hinunter. Gottfrieds Gäste kosten von der Leber nur ein bisschen. Andrea bei Karin die vorzüglichsten Leberknödel. 8 Feichtelkalben links vom Weißwandel, 18 Knäschzel gemeinsam ins Lanka getrieben, kommen bei den Halbwegern wieder herein. Die Botanikerin Sophie erklärt die Fiederung der Hauptdoldenäste beim feinblättrigen Bärwurz, Meum adamanticum. Fiederung erster Ordnung, Fiederung zweiter Ordnung, Fiederung dritter Ordnung. Es rumpelt nachts draußen neben der Tür. Der Bär, ruft jemand drinnen, nicht aufmachen. Der polternde Bär entpuppt sich aber als unser Zuber Bernhard, der die Hühner beim Regen in der Steige heraufgebracht und umgeworfen hat, 22.30 Uhr, und der nach allseitigem Beruhigungsschnaps auch wieder nächtlich ins Tal geht.